Tja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Es ist tatsächlich Monate her, Jahre her, Monate her, Jahrzehnte her, dass ich wieder ein Video hochgeladen habe. Jetzt geht es wieder los mit Live in the Woods vorerst. Wir machen hier gerade mal den hier. So, vorerst geht es jetzt wieder los mit Live in the Woods. Woods, also die Sau. So. Ich weiß es nicht, wie lange ich Live in the Woods aufnehmen werde. Das weiß ich gar nicht. Ich merke gerade mit 15 FPS, ob ich das Spiel überhaupt, ob sich das lohnt, das überhaupt aufzunehmen. Ich glaube ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich probiere es jetzt einfach mal ein paar Folgen. Haie. So, wie man sieht, ich bin schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen vorausgespielt. Tatsächlich hatte ich, als ich Live in the Woods angefangen habe zu zocken, habe ich noch gar nicht ans Aufnehmen gedacht. Und ich muss dazu sagen, habe ich noch gar nicht ans Aufnehmen gedacht. Und dann ist mir so gekommen, ja komm, jetzt nimmst du mal wieder ein bisschen auf für YouTube. Allerdings war ich dann wirklich zu faul, wieder von vorne anzufangen. Und habe dann deswegen, na? Mache ich jetzt da weiter, wo wir jetzt sind. So. Machen wir einen Bogen? Oder machen wir eine Angel? Ach, so geht die Angel gar nicht. Okay. Doch, da eine Angel. Angeln wir für Nahrung? Komm, wir machen das hier einfach mal für die Nahrung. So. Angeln wir für Nahrung. So. So ein Kampf. So, dann brauchen wir die Stickies. Also wie gesagt, ich stelle euch das Haus ein bisschen vor. Ich habe das so ein bisschen Roleplay-mäßig gemacht. Ja, wir sind, auf Erkundungstour geschickt worden. Also wir sind, also das ist ja alles vor ein paar Jahrtausenden zurück, liegt das Ganze hier. Ja, alles mit ein bisschen neuer Technik. So, wir sind Soldat in der römischen Armee. Hier sieht man schon, Optio, also wir sind Soldat Valerius, wir heißen Valerius. Wir sind Optio Valerius, zweite Kohorte, 10. Legion. Das werde ich gerade in Steam angeschrieben, das muss ich da mal kurz eine Abfuhr machen. Nope. Deinstalliert seit gestern. So, dann wäre das jetzt auch geklärt, dann huch. Dann Entschuldigung, das kleine Missgeschehen. genau, wir sind mit von unserem Offizier von unserem Centurio auf Erkundungstour geschickt worden. Unsere Einheit wurde aufgerieben, genau wie unsere Legion ist seit einem Feldzug spurlos verschwunden. Und wir haben uns dann einfach auf die eigene Faust begeben, uns zu überleben. Hä? Auf die eigene Faust begeben, uns zu überleben. Hä? Hä? Also auf jeden Fall, wir überleben jetzt. So. Genau, wir sind jetzt aus, also wir warten jetzt eigentlich noch darauf, dass jemand vielleicht schickt, um uns zu suchen. Aber vermutlich denken alle, dass wir tot sind. Und zusammen mit unseren Kameraden gefallen sind. Aber, naja. Fakt ist, wir versuchen jetzt zu überleben. Wir haben uns jetzt hier aufgeschlagen, unser Haus gebaut aus Sandstein, super schön. Genau. So, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch eine ganze Menge machen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, da hat ja schon alles fertig gemacht. Es ist ja nur noch erkunden und sowas. Nein, es ist noch eine ganze Menge bauen. Es ist eine ganze Menge bauen. Ich will den Garten ein bisschen noch vergrößern. Also ein bisschen noch in diese Richtung ausbauen. Also in die da Richtung ausbauen. Dann will ich noch viel, viel mehr solche Beete haben. Größere Beete. Genau, ich führe euch gerade hier mal ein bisschen so um die Terrasse. Natürlich alles ohne Witz jetzt, also nicht gecheatet, alles im Survival gebaut. Die Lampen habe ich gefunden. Bei einem Haus, das kann ich euch später einmal zeigen. Da werden wir später auf jeden Fall nochmal hingehen. Das ist in diese Richtung. Da irgendwo müsste das Haus sein. Einfach so ein Haus gefunden. Keine Ahnung. So. Was sind das jetzt? Zucchini.
Da holen. So, da hoch. Weizen, hier hin. Zack. So, das sind so Bohnen. Dann brauchen wir hier nochmal Tomaten. Na. So. Tomaten kommen hier hin. Champignon hier hin. Und dann Gurken hier hin. So. Weiße Wolle. Ach, die wollten wir noch färben, ne? Verdammt der Axt. Jetzt haben wir natürlich keine. Was ist das denn? Orangener Farbstoff. Hey, wieso ein Orangener? Was ist das? Ah, Knochenmehl. Oh. Hey, ich hab voll viel. Geil. Okay, was ist das? Amerikanischer Seher verbraucht keine Sau. So. Was ist das? Gewürzbaum, Ziegel, Bärengarten. Ein Bärengarten, okay. Und. Was ist jetzt das? Schluff, das alles, das brauche ich alles gar nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wofür wir das, wofür ich das noch gebrauchen könnte. Zack. So. Du machst dich hier ganz schön. Ja. Jetzt ist schon wieder fast Nacht. Ficken. So. So. Genau. Also wir müssen noch eine ganze Menge machen. Wir müssen noch das Haus ein bisschen ausbauen. Auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Keller, wo unsere Lagervorräte quasi da sind. Dann brauchen wir noch eine ganze, ganze Menge. Ich habe hier mal alles aufgeschrieben, was wir hier so brauchen. Fast zwei, drei Seiten. Wir brauchen Nahrungsvorräte, ganze Menge. Wir müssen das Haus noch einrichten. Wir sind immer noch nicht fertig. Da brauchen wir noch Lampen. Da müssen wir noch das dritte und das vierte Geschoss machen. Da müssen wir einen Wald pflanzen. Müssen wir die Sauna fertig machen, brauchen wir ein Badezimmer. Brauchen wir ein Dachgeschoss, müssen wir das Bücherregal füllen. Brauchen wir noch ein letztes Geschoss. Das ergibt ja irgendwie alles gerade keinen Sinn. Brauchen wir noch ein Klo, eine Vorratskammer und größere Felder. Also wir müssen noch eine ganze, ganze, ganze Menge machen. Das Bücherregal ist schon ein bisschen gefüllt mit einem Lagerkatalog, mit einem Schlitzbuch, mit einem normalen Buch. Sind die ganzen Sachen hier schon alle ein bisschen gefüllt. Dann müssen wir hier oben noch einrichten. Ich hätte ganz, ganz gern, dass hier so ein Tisch hinkommt. Ein Tisch, hier so ein Stuhl und hier so ein Stuhl. Vielleicht hier noch ein Stuhl und dann passt das. Das hätte ich jetzt ganz, ganz gerne. Genau, dann auf jeden Fall müssen wir hier dann noch die Rüstung. Wir haben es momentan. Wir haben. Kein Gesicht. So. Das ist aber komisch. Lol. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Wir sehen es hier alles mal an. Das kann natürlich daran liegen, dass ich den neuen Shader drin habe. Probiere ich jetzt den einfach mal. Nö. Also ich meine, ich weiß gar nicht, welcher Shader schöner aussieht. Ich glaube fast der. Oder? Naja, ist ja auch egal. Dann spielen wir jetzt mal mit dem Shader, der ruckt nicht so. Das ruckt und kommt noch. Natürlich können wir ja nur nachts schlafen. So. Die Angel, die tun wir mal hier hin. Den Rucksack, so, das tun wir dann mal hier so. So hin. Irgendwie gefällt mir das Marmor nicht so. Das passt hier nicht so rein, oder? So. Dann würde ich jetzt am überlegen, ob wir jetzt vielleicht. Haben wir ein Boot? Ein Boot müssten wir noch haben.
Wir machen uns einfach noch mal 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Lol. Was war das? Okay. Ein Boot. Yeah. So, jetzt haben wir ein Boot. Dann ist jetzt die andere Frage. Wollen wir vielleicht einen kleinen Hafen? Wollen wir das hier vielleicht alles abtragen? Und dann da so hier so einen Schiffshafen hinmachen? Ein Bootshafen, so ein kleiner? Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich meine, geil wäre es schon. Das wäre schon sehr, sehr geil. Hier so ein Schiff, so ein riesengroßes römisches Schiff. So eine Quireme oder eine Trireme, eine Bireme, das wäre alles schon sehr, sehr geil. Aber ich weiß nicht, ob das, machbar ist. Weil bei Life in the Woods gibt es natürlich einige Sachen nicht, die es im normalen Minecraft gibt. Zum Beispiel Schilder. Zur Verteidigung. Banner, Flaggen, das alles gibt's nicht. Ja, das sind jetzt nur mal ein paar kleine Informationen, nur mal ein paar Beispiele, aber na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir später noch fischen. Und ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt mal noch einen Glatschmond suchen, noch irgendeine Pflanze, die uns etwas, aus der wir rote Farbe gewinnen können, die uns etwas Rotes spendet. Wildschwein. So. Na. Ah, so. Nehmen wir uns dann Claudius mal zur Hand. Das Kurzschwert der Legionäre. So. Oh, da ist schon was. Können wir daraus Farbe gewinnen? Ich glaube nicht. Orange, ne? Scheiße. Scheiße! Trollol. Hä? Wir haben nichts zu essen. Oh. Jetzt müssen wir was suchen. Oh leck, wir verrecken gleich. Zucchini. Alter. Wieder orange Farbe. Kruzidirken. Das stimmt's nicht. Rote Schlauchpflanze. Daraus kriegen wir jetzt endlich einmal eine rote Farbe. Ich sag nichts mehr. So. Das gibt's nicht. Scheiße, wir brauchen unbedingt was zu essen. Ansonsten krepieren wir hier. Es hilft alles nix. Es tut mir so leid. Fuck it. Ich meine, das Ding jetzt da roh runterwürgen ist ja auch nicht die beste Möglichkeit, aber oh. Aber wir müssen leider. Ja. So, komm. Das gibt's nicht. Was ist das? Zwergmistel, okay. Hallo. Da hinten, das ist unsere Rettung. Das ist doch nicht unsere Rettung. Scheiße. Oh, da kann man was essen. So. Da kann man was essen. Das ist sehr fein. Da kann man was essen. Das ist sehr fein. Wo müssen wir hin? Wo ist denn eigentlich unser Zuhause? Ich glaube da. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war hier noch gar nicht. War ich hier schon? Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Wir sind von da gekommen. Das heißt, da müssen wir eigentlich in diese Richtung weiter. Eigentlich, oh je, wir finden nicht mehr rechtzeitig nach Hause, müssen
verhungern. Oje, das ist unser Schicksal. Als stolzer, tapferer Offizier der römischen Armee verhungern wir jetzt, weil ich nichts zu essen mitgenommen habe. Das ist, ja, aber da war Salz in der Schlucht, also in der da. Mann. Und das alles wegen einer Pflanze. Wegen einer Pflanze! Oh, was ist da? Ah, ich... Okay, ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Okay. Hier gibt's, glaube ich, kein... Nö. Hab jetzt hier geguckt, ob es hier noch Dings gab. Jetzt komme ich nicht drauf. Das Ganze, aus was die meisten römischen Gebäude waren. Ja, Herrschaft! Ton ist es nicht. Verdammt! Huch! Verdammt der Axt! Was ist es jetzt? Marmor! Ja, genau! Marmor war es. Verdammt, ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Hallo? Wo müssen wir denn hin, verdammt der Axt? Ich kenne mich hier echt gar nicht mehr aus. Alter! Tatsächlich verzichte ich ungern auf den Shader. Alter. Ungern. Aber dadurch ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, ich muss mir mal das Fastcrafter installieren. Wo zum Fick bin ich hier? Es wird dunkel. Wir haben nichts dabei. Ficken. Oh. Äpfel. Oder Kirschen. Oh. Nüsse. Yeah. Geil, Mann. Geil, Mann, Alter. Okay. So. Unten ist Wasser. Ja, Herr, wo sind wir denn? Natürlich wäre es auch... Okay, gut. Natürlich wäre es auch von Vorteil, würden wir jetzt noch ein bisschen Reis finden. Aber ich glaube nicht, dass wir Reis finden. Kurz, ja, kurz hier dirken. Ah, okay. Ah, hier. So. Ja, da sind wir ein bisschen in die falsche Richtung, ne? Aber auch nur ein bisschen. Und das Wasser können wir nicht mehr. Scheiße. Kannst du jetzt da so hier durchgeschwommen, aber mit den Haien tue ich mir das lieber nicht an. Sehr ungern. Wenn dann. So, was ist das für eine... Boah, die Pflanze ist voll schön. Boah, die blaue Pflanze, die ist voll schön. Was ist das? Oh, voll schön. So, haben die mal eingesammelt. Und wir brauchen unbedingt, Reis. Unbedingt brauchen wir Reis. Weil ich mir was zu essen machen möchte und ich dazu brauche Reis. Komm, nehmen wir die Pflanzen ja nochmal mit. Egal wie hässlich sie sind. So, jetzt ist die Frage. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr nach rein. Weil wir hier noch keine Treppe haben. Also, neues Ziel. Eine Treppe bauen. So. Gucken wir nochmal hier alles durch. So. Mann, Alter. So.
Da müssten wir das hier noch ausleuchten, die Treppe noch ein bisschen ausleuchten mit Hochfackeln. Na, also. Rose und Fleisch. Yeah, er kommt da. Okay. Kürbis. Hier. Dann brauchen wir jetzt hier eigentlich einmal rote Wolle. So. Zack. Zack. So. 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 Tomate. Hier. Muskat. Hier. Gurke. Hier. So. So und so. 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 Zack. Zack. So und so. Und dann Kastanien. Natürlich kann man die essen, aber es hilft nichts. Zack. Zack. Wir brauchen unbedingt jetzt was zu essen auf die Schnelle. Ansonsten gruppieren wir hier.